Wir machen weiter im Talent Award. Ich muss mich ja nicht mehr qualifizieren. An dieser Stelle vielleicht ganz gut. Der nächste, der jetzt kommt, der hat ein Heimspiel. Er kommt aus Köln, Gott sei Dank. Hätte auch nach hinten losgehen können. Und Köln ist, da sind wir uns einig, die geilste Stadt der Welt, oder? Da ist man Jack. Da ist man verrückt. Da kann man sein, wie man will. Und ich freue mich sehr, dass er hier ist. Hier ist unser Kölner Jung, Thomas Schmidt. Yeah. Was geht ab? Hi. Mama. Ja, ich heiße Thomas Schmidt, bin 30 Jahre alt. Das sieht man nicht auf den ersten Blick. Ja, ich habe so einen Bartwuchs wie so ein 8-jähriges Mädchen. Es ist aber nicht so, dass ich mich nicht rasieren muss. Ne? Auch ich muss mich rasieren. Ich kann mich noch erinnern, wie ich meinen ersten Elektrorasierer gekauft habe damals, vor 2 Monaten. Bin ich in den Mediamarkt rein, habe ich mir so einen genommen. An der Kasse, die Kassiererin schützt so einen kurzen Moment, guckt mich an, so, soll ich den als Geschenk einpacken? Nee, der ist für, also den, ja, packen Sie ihn als Geschenk. Zu Hause angekommen, Geschenk ausgepackt. Habe ich den eingestöpselt, habe ich über die Nacht erstmal vollladen lassen, am nächsten Tag Ladekabel bei eBay verkauft. Das ist, bei mir ist das wirklich so, mein ganzes Leben lang schon ist das immer so, ich sehe immer 10 Jahre jünger aus, als ich wirklich bin, ne? Ganz krass, genau. Nee, ist immer 10 Jahre, ne? Ganz krass war es, als ich 10 war. Habe ich letztens einen guten Kumpel von mir gefragt, so, immer sehe ich für mein Alter wirklich so jung aus, sagt der Thomas, ich bin ganz ehrlich, du siehst aus wie das Gesicht auf dieser Bärchenwurst. Ja, war ein guter Freund. Habe ich letztens meine Cousine von der Grundschule abgeholt, die ist in der 1. Klasse. Ich so über den Schulhof, kommt mir so eine Mutter entgegen mit ihrem kleinen Sohn. So und im Vorbeigehen höre ich der Sohn so, guck mal Mama, einen aus der 4. Habe ich den erstmal verkloppt. Nach 8 Minuten unentschieden. Ich war letztens im Rewe, wollte ich mir Bier kaufen, stehe ich an der Kasse mit dem Sixpack, die Kassiererin guckt mich an, einmal bitte einen Ausweis. Ich so, bitte, bitte was? So, ja, ich brauche einen Ausweis. Ich so, seit wann ist Bier ab 31? So, und ich hatte keinen dabei, so hinter mir 2 Mädels mit so einer Kiste Wodka am Lachen, weißt du, beide 16. Ey, und die sind durchgekommen, ne? Ey, was machst du in so einer Situation als, ja, 30-jähriger, gestandener Mann? Du bringst das Bier zurück. Wie so ein Häufchen Elend. Ich habe mich unheimlich beeilt, bin den Mädels hinterher, habe gefragt, ob sie es mir kaufen. Ich habe lustigerweise auch eine Freundin. Und das ist krass, ist mir eben aufgefallen, wir sind genau heute 6 Jahre zusammen. Ja, ich bin hier und sie, weiß ich nicht. Es ist, wenn man so lange zusammen ist, da gibt es so ein paar Dinge, die macht man nicht mehr ganz so oft und die machen auch nicht mehr ganz so viel Spaß. Ich bin letztens nach der Arbeit nach Hause, komme ich hoch, ganz euphorisch, ich so, Schatz, ich habe heute Abend richtig Bock auf so einen Horrorstreifen. Und sie guckt mich an, Film oder Sex? Nee, bei uns ist alles gut. Wir haben letztens so eine Serie geguckt, die gucken wir mal, Dexter, voll die geile Serie. Und da gibt es so eine Szene bei Dexter, da haben die beiden Geschlechtsverkehr, also Dexter und eine Frau. So, und wir gucken dazu so und die machen es halt und dann sind die irgendwann fertig, liegen so auf dem Rücken, völlig erschöpft. Und dann dauert es so 10 Sekunden, dann wirft sie sich nochmal auf ihn und die machen es nochmal. So, meine Freundin sitzt da.
Zweimal hintereinander? Das geht doch gar nicht. Oder, Thomas? Also, nee, das hier Film. Kurz danach gibt es eine Szene, die ich nie verstanden habe, weil das, ich weiß nicht, ich erzähle es einfach. Und zwar ist es so, sie sind fertig, sie setzt sich auf die Bettkante, Slip hoch, Hose an, steht auf, geht. Mir fehlen da diese 10 Sekunden, wo sie zum Bad läuft. Oder? Okay, ich bin nicht alleine. Es ist. Was mache ich noch gern? Pornos gucken? Machen wir alle. Wir kennen alle Leute, die Pornos gucken. Wir kennen Freunde, die Pornos gucken. Wir, selbst unsere besten Freunde tun das. Und da fiel mir letztens auf, selbst unsere besten Freunde, wir wissen nicht, was die gucken. Ich weiß nicht, was die eingeben bei YouPorn. Ne? Und dann dachte ich so, eigentlich schade. Ne? Und dann dachte ich mir so, ach, eigentlich auch vielleicht gar nicht so schlecht. Ich stelle mir vor, so der beste Kumpel seit frühester Kindheit irgendwie durch Studium, der gleiche Job, ne? Irgendwann dein Trauzeuge, irgendwann Partneronkel von deinem Sohn und du stehst da irgendwie so, was, Pferde? Ich hab letztens an meinem Laptop auch irgendeinen Film geguckt. Ich weiß nicht mehr ganz genau was. Auf jeden Fall ist er dabei kaputt gegangen und ich habe echt Schiss, den zur Reparatur zu bringen. Herr Schmidt, Ihr Laptop geht wieder. Nur eben das Passwort und dann, oh mein Gott! Ich habe mal eine Reportage gesehen über Fetische, sexuelle Fetische. Und das ist eine krasse Geschichte. Das war, lief nachts natürlich. Und das ist so, da bestellt sich ein Typ, der geil ist, eine Domina für zu Hause. Und die kommt, setzt sich in die Ecke und dieser Typ baut vor der Domina eine Spielzeugeisenbahn auf. Und sie guckt dabei zu. So. Und wenn er dann fertig ist, dann zieht er sich so eine Schaffnermütze an und spielt mit dieser Eisenbahn und fährt dann so im Kreis. Und irgendwann steht diese Domina auf, geht hin, tritt auf alle Häuser und alle Züge, macht alles kaputt. Und dann geht ihm einer ab. Ey, ich habe 3-4 Minuten, ich hab kaum Luft bekommen vor Lachen. Ey, da fiel mir schlagartig auf, dass mein Bruder sich jedes Jahr zu Weihnachten... Dankeschön! Aus Köln, Thomas Schmidt!